Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Sparta. Und dieses Mal müssen wir die Befestigung hier auf... Befestigung, habe ich gerade schon, also letzte Folge schon gesagt, die Belagerung aufbrechen. Genau, Kapitulation ist bei 0, deswegen werden wir denen mal entgegengehen. Sparta das Grüßen, dann richten wir mal die Grüße aus. Und das ist sehr interessant, weil er sagt, wir haben keine Chance. Regen, da warten wir mal. Okay. Weil Regen kämpft sich nicht gut. Wir können uns hier aufstellen, das ist, glaube ich, ganz super. Frage ist natürlich, ob er angreift oder nicht. Schnelles Marschieren! Wir erwarten eure Befehle. Schnell vorrücken, bereit zum Einsatz. Doppelte Geschwindigkeit! Eure Befehle zu Befehl. Doppelte Geschwindigkeit! Schnell vorrücken! So, ich werde auf jeden Fall meine linke Flanke groß machen. Oder groß machen, also stark machen. Genau. Weil hier habe ich bessere Defensiv Werte als jetzt hier. Also weil hier ist der Hügel nicht so, oder die Steigung nicht so stark wie natürlich hier oben. Da habe ich große Vorteile. Ups, was war das? Neuer Aufschwung ist natürlich super. Frage ist natürlich, ob er angreift oder nicht. Ich glaube, er greift nicht an. Na doch, er greift an. Das ist gut. An sich ist er ja trotz allem der Aggressor. Ja, genau, hier kann er nicht rüber. So, was er jetzt am besten macht, ist versuchen, hier um den Hügel zu gehen. Ich glaube, das hat er jetzt auch schon vor. Also wenn er mich frontal angreift, dann hat er keine Chance. Gerade einen Schwachsinn. Also, keinen Schwachsinn, sondern strategisch nicht sehr ausgefeilt. Unser General wird angegriffen. Das war gerade sehr knapp. Zu euren Diensten.
Entschuldigung, das war dumm. Ja, immer diese Männer, ne? Natürlich ein bisschen ungünstig. Die Krieger wollen Blut. Ei, Geschosse bereit. Das ist hier gerade sehr ungünstig. Helfen. Ach, natürlich wurden die aufgefangen. Habe ich gerade nicht aufgepasst. Oder Schaden, je nachdem. Kavallerie ist so gut. Okay, die war von Anfang an. Männer wanken. Zu Befehl bereit. Befehl ja, verstanden. Spartanische Piken. Sparta! Die Schusskrieger. Eure Befehle. Jetzt muss ich mich beeilen. Okay, das ist gut. Und dann als nächstes gehe ich mit denen hier zur Seite und schieße dann den General ab. Hier löst sich gerade ein bisschen auf. Sehr schön. Gut. Und bleibt bereit. Doppelte Geschwindigkeit.
Dann gehe ich jetzt mal ein bisschen aggressiver rein. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Greift ihre Positionen an! Bürgerkavallerie! Okay, passt das. Angriff! Kampf bereit! So, das ist gut. Und den als nächstes. General ist tot. Ich. Aber hier muss ich noch schauen, dass so viele wie möglich bekommen. So. War doch knapper, als ich dachte. Aber hier, also ich habe die Klammer, glaube ich, zu früh geschlossen. Und dann sind die zwei Einheiten hier in nochmal in eine Klammer gekommen. Also ja, das war ein bisschen problematisch. Ja, die sind komplett gestorben. Schade. Ja, der am meisten gekillt hat, hat am wenigsten verloren. Das ist auch lustig. So. Lassen wir mal frei. So, das müssen wir jetzt alles abreißen. Ein bisschen nervig, aber okay. Wieso mache ich denn das gerade? Ach so. Okay, du gehst mal Richtung hier. Du auch. Du gehst wieder zurück. So. Was ist die Chance? Ah, nicht mehr so hoch. Okay, das ist gut. Das ist sehr gut. Dann kannst du wieder reingehen. Gut, hier habe ich noch was. In Afrika, genau, da waren ja die... die Militärgebäude. Okay. Was ist mit dir? Nichts. Hier machen wir mal die Eule. Okay, und nächste Runde bist du da. Das ist gut. So, was machst du? Du schaust mal, was hier noch ist. Nichts. Okay, du kümmerst dich mal um den. Schon mal gut. Du kümmerst dich
um die dann. Okay. Okay. Du kannst diese Runde nichts machen. Aber da bin ich mal gespannt, ob er jetzt angreift. Wäre natürlich ein bisschen blöd, aber es wäre interessant. Aha, daneben. Ja, natürlich geht er jetzt wieder zurück, weswegen auch immer. Hä? Warum? Der hat alle seine vier Armeen Richtung Afrika geschickt und jetzt wieder zurück. Das macht überhaupt keinen Sinn. Gut, der kommt mit 3000. Tja, wenn ich jetzt aufgebe, also weglaufe, dann kommt er zu, ja, zu 70% würde ich sagen, hinterher. Und dann habe ich keine Chance und so habe ich wenigstens eine kleine Chance. Die Frage ist, woher er kommt. Woher kommst du und woher gehst du? Woher gehst du? Mhm. So. Erstmal alle draußen. So, das schon mal. Zu euren Diensten. Piken bereit! Formt eine Phalanx! Das schon mal. Spartanische Piken! Die Geniere! Formt eine Phalanx! Befehle verstanden! Und dieses. So. Ich glaube, er kommt von da. Weiß ich aber nicht. Die bleiben ganz hier hinten. Die schützen mal das da. So. Langbogenjäger! So. Und hier. Mache ich so. Da müssen die da rüber klettern. Hier mache ich das Gleiche. Aber das ist so ganz gut. Dann zwinge ich ihn quasi von vorne anzugreifen. Die Feuergrube wird, oder Schwefelgrube wird nichts bringen. Weil ich kann ja keine Brandgeschosse machen, weil es regnet. Das ist ein bisschen blöd.
Wir erwarten eure Befehle. Kavallerie bleibt mal draußen. Ah, er greift von da an, okay. Also zumindest die erste Schicht. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Die anderen kommen von da. Mhm. Wie auch ihr alles geben müsst, wir werden standhalten. Schnelles Marschieren. Schnelles Marschieren. Gut, dann kann ich die da mal abziehen, bis die eben da sind. Wieso redet ihr so grob? Wir verlieren Boden. Ja, ja, ja. Das sind Jung. Das ist schlecht. Ich erwarte eure Befehle. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Macht halt krass viel Schaden, das ist halt. Ja, wobei so nicht ganz, aber also ja. Unser General wird angegriffen. Ausreichend Schaden. Okay, aber gleich ist er weg. Sehr schön. Das läuft hier gut. Das läuft hier auch gut. Du sollst eigentlich darauf schießen, ne? Zu Befehl! Wie ihr Befehl! Der feindliche General ist tot! Doppelte Geschwindigkeit! Gut. Steinschleuderer! Geschosse warten auf Ziele! General! Das ist gut. Bereit zum Einsatz! Schießt er nicht mehr auf uns. Steinschleuderer! So. General! General ist sicher. Fatalische Piken! Kommandant, Kommandant, bereit! Doppelte Geschwindigkeit! Zu Befehl! General! Doppelte Geschwindigkeit! Er hat 51, 54, also eigentlich ziemlich gleich. Aber ich liebe Bogenschützen. Die schießen halt nicht so flach, sondern können halt so von oben herabschießen. Das ist halt richtig gut. So, was haben die? Auch germanische Jugendliche. Germanische Jugendliche.
ein bisschen blöd. Bisschen sehr blöd. Du sollst jetzt mal nicht weiter schießen. Weil da kommt noch eine. Ja, ganz dezent größere Armee. Ich tausche mal den Platz. Die kommen eher von. Hier. Ich mal den. Landbogenjäger. Den der Heiler ist. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Bisschen weiter hier. Sehr schön. Steinschleuderer! Schnelles Marschieren! Geschosse warten auf Ziele! Steinschleuderer! Ich habe jetzt mal die Kavallerie. Sendnerbogenschützen sind da. Ach, das ist echt ärgerlich mit den. Da halt echt rein. Gut, wir sind da auf dem Platz. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Wow. Was? Nicht nur, dass die Männer wanken. Steinschleuderer jetzt so dumm reingejumpt sind. Sondern auch, dass sie dadurch die Formation hier ziemlich sicher platt gemacht haben. Warte, ich könnte ja auch hier rausgehen. Dann von der Seite eben hier reinschießen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Schießen die Jugendlichen noch? Die versuchen es. Aber wie schon gesagt, also wenn man so ein Lager hat, dann auf jeden Fall standhalten. Also so hat man sehr viel mehr Chance auf Gewinn, als wenn man ohne das Lager kämpft. Vor allem die KI
checkt das nicht. Also man kann ja die Tore, die Mauern verbrennen. Also kann man hier mal durchbrechen. Das habe ich auch sehr lange nicht gewusst, ehrlich gesagt. Beziehungsweise ich dachte immer, das dauert viel zu lange. Und ja. Aber ja, also deswegen, er versucht immer alles durch ein Nadelöhr zu bringen. Und vor allen Dingen, wenn man Pikiniere hat. Ja, das ist kein Problem. Aber ich glaube, das war jetzt die bessere Version. Aber ich charge mal rein. Jetzt wanken halt alle. Der Charge war sehr gut. Ich muss versuchen, so viele wie möglich zu töten. 25. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt! Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, hier muss ich schauen, dass ich so viele wie möglich noch... Ah ne, die großen Einheiten... Also die noch viele Einheiten übrig haben. Da muss ich schauen, wie ich die bekomme. Oh, wow. Verluste 180 ist halt nichts. Ja, fast 600, auch 600. Ja, nicht schlecht. Sorry. Gut, wir nehmen aber schon wieder viel zu lang auf. Ja. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja. Wie immer, bis zum nächsten Mal oder wir sehen uns im Stream montags oder donnerstags ab 15 Uhr. Genau. Wir schauen mal kurz, was der macht, aber ich glaube, der greift hier. Gut, das klären wir dann die nächste Runde. Wobei ich... Warte mal. Ja, mit den ganzen Piloten habe ich eigentlich wenig Chance. Naja, gut, das entscheiden wir nächste Runde. Gut, bis dann, bye bye.